Hallo zusammen, herzlich willkommen zu neuen Zuversichtgedanken aus Karlsruhe-Knielingen. Ich finde es schön, dass ihr dabei seid und ich will euch heute zuerst mal einfach Danke sagen. Viele wissen es, ich hatte am zurückliegenden Sonntag Geburtstag und ganz viele haben mir geschrieben und sich auch bedankt, auch für diese Zuversichtgedanken. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich will das noch mehr schreiben. Es ist eher so, dass ich dann innerlich berührt, ein bisschen beschämt, aber ganz vor allem dankbar bin, dass Gott diese Gedanken benutzt, auch wenn es ja oft so ist, dass sie so auf den letzten Drücker entstehen oder unter einem großen Zeitdruck oder mir gar nichts einfällt. Besonders nett fand ich, dass mich gestern Morgen in der Schule meine Viertklässlerin Zoe angesprochen hat. Sie hat diese Zuversichtsgedanken auf YouTube entdeckt und erzählt mir dann immer, wie sie sie anschaut. Und dann fragt sie, was machst du morgen in den Zuversichtsgedanken? Und Zoe, jetzt kannst du das anschauen und ich schicke dir ganz persönlich viele herzliche Grüße. Schön, dass du dabei bist. Ich will euch heute einen Gedanken weitergeben aus der Predigt vom letzten Sonntag. Wir hatten einen anderen Gottesdienst und das Thema hieß Alles gut, Knut. Bei der Aktion 24 mal Weihnachten neu erleben, da habe ich gelernt, dass in Schweden der 13. Januar, das ist der Knuttag, traditionell dazu dient, den Christbaum abzuschmücken und dann den Baum rauszuwerfen. IKEA hat daraus eine Werbeaktion gemacht, schon vor einigen Jahren. Bringt doch einfach euren vertrockneten Christbaum zu uns. Und ich glaube ja, dass das mit dem Hintergedanken war. Ihr könnt ja dann gleich neue Dekosachen kaufen, es ist ja als Platz frei geworden. Ich finde den Gedanken gar nicht so schlecht. Altes rauswerfen, damit Neues Platz hat. Vor allem, wenn er verbunden ist mit der Frage, was werfe ich raus und was behalte ich? Beim Christbaum ist es ja klar, keiner wirft den schönen Christbaumschmuck raus und behält den vertrockneten Baum im Wohnzimmer. Aber im Blick auf unser Inneres, da machen wir es perverserweise ja meistens umgekehrt. Da bewahren wir das Negative viel besser auf als das Schöne. Die schlechten Begegnungen, die verletzenden Bemerkungen, die Enttäuschungen, die Streitsituationen. Und wie oft habe ich schon erlebt, dass dann Verwandte oder Freunde nicht mehr miteinander reden, weil es da irgendwann mal was gab. Und das Gute gerät so schnell in Vergessenheit. Ob ihr versteht, was ich meine? Ich denke an diesen Abend mit Freunden zurück. Es war ein richtig toller, schöner, fröhlicher Abend. Und dann mache ich so eine blöde, verletzende Bemerkung. Und ich merke, wie es einen meiner besten Freunde voll trifft. Ich hätte es so gern zurückgeholt, aber die paar Sekunden war ich dann zu spät mit meinen Gedanken. Ich bin dankbar, dass er mir es heute nicht mehr nachträgt, aber ich habe das schon längere Zeit als belastend und vielleicht sogar als zwischen uns erlebt. Umgekehrt kenne ich es natürlich auch. Sätze, die mich tief verletzt haben, die ich gern vergessen wollte, aber es geht gar nicht so einfach. Und sie stehen dann zwischen dem anderen und mir und sie blockieren. Wisst ihr, dann denke ich, es wäre so schön, wenn dieser Satz vom Apostel Paulus aus dem 1. Thessalonicher 5, Vers 21 so leicht zu praktizieren wäre, prüft alles und das Gute behaltet. Ja, das Gute behalten und nicht das Negative, aber das ist gar nicht so leicht. So ein bisschen sehe ich das als die Herausforderung, vor die mich Gott in diesem Jahr 2022 gestellt hat. Ich weiß noch gar nicht so richtig, wie es gehen kann, aber ein erster Schritt für mich ist, dass ich diese Dinge mit Jesus bespreche, dass ich ihm im Gebet die Situation sage, dass ich ihm auch sage, dass ich dieses Böse, dieses Verletzende, dieses Blockierende nicht will, ja, dass ich es loslassen will. Und da hilft mir das Bild von dem vertrockneten Tannenbaum schon ein bisschen bei diesem Loslassen wollen. Und der Bitte, hilf mir loslassen. Denn manchmal ist es ja so, dass wir uns in diesen Schmerz auch so hineingeben können. Ja, dass wir uns da selber ein bisschen bemitleiden. Aber ich will das nicht. Ich will doch, dass da was heilt. Und ich glaube, dass Jesus das machen kann und dass er es auch tun will. Ich habe es doch selber an manchen Stellen schon erlebt und ich habe es bei anderen erlebt, wo ich gedacht habe, das kann nie gut werden. Ja,
Ja, ich glaube, dass Jesus das machen kann. Ein zweiter Schritt ist, dass ich diesen negativen, blockierenden Gedanken nicht mehr so viel Raum geben will. Dass ich mich da oben selber ein bisschen zur Ordnung rufen will. Dass ich schauen will, was ich mit diesem Menschen, der jetzt vielleicht gerade was Verletzendes gesagt hat, was ich mit dem schon alles Gutes erlebt habe. Und ich will dieses Gute eben nicht vergessen und will es nicht, dass es in eine Ecke gedrängt wird, sondern ich will es anschauen, ich will mich daran freuen. Ich finde es nicht so leicht, meine Gedanken so zu lenken. Aber ich finde es so wichtig, dass es wegkommt von dieser Verletztheit, von dieser Kleinkariertheit und dieser Unzufriedenheit hin auf dieses Gute, Wertvolle, auf das, wofür ich dankbar bin und woran ich mich freuen kann. Und den dritten Schritt sehe ich dann ganz praktisch darin, die Versöhnung aktiv anzugehen, bewusst zu verzeihen, selbst da, wo ein anderer vielleicht gar nicht einsieht, dass er mich verletzt hat oder dass er falsch gehandelt hat. Das ist für mich so ein Weg wie so eine Spirale. Ich komme da immer wieder an so einen Punkt, wo das hochkommt und wo ich merke, jetzt muss ich innerlich wieder neu sagen, ganz bewusst, ich verzeih dir, ich will, dass es heilt, ich vergebe dir. Und ich weiß, allein kann ich es nicht, aber mit Gottes Hilfe gehe ich es an. So richtig weit bin ich auf diesem Weg noch nicht. Ja, es ist eine echte Herausforderung, vor allem, wenn diese Gedanken und Gefühle von Bitterkeit und Verletztsein immer wieder hochkommen. Aber das mit Knut hat mich neu motiviert, das Gute zu behalten und das Böse rauszuwerfen. Bleib gesund und behütet und im Frieden Gottes. Bis zur neuen Zuversicht Gedanken am kommenden Mittwoch, euer Siegfried Weber.